und Rinderwahn, heißt aber BSB und ist Kinderwahn, sagen die, die den supersympathischen Backstreet Boys ihren Wahnsinnserfolg nicht gönnen. Wir tun das, denn hier im RTL Frühmagazin hatten die US-Burschen ihren ersten großen TV-Auftritt. Jetzt räumen sie auf ihrer Deutschland-Tour ab und wir haben zwei ganz große Fans ganz nah an die Boys herangebracht. Backstage mit den Backstreet Boys, Verena Specks war dabei. Der blonde Nick mit dem Unschuldsgesicht ist erst süße 17, der begehrteste der fünf Boys. Findet auch Stefanie. Zusammen mit Uman trifft sie die Backstreet Boys. Eigentlich sind sie alle toll, sehen alle gut aus, finde ich. Und weiß nicht, Nick steht mir vom Alter her am nächsten. Sie einmal nur anfassen dürfen. Brian, Howie, AJ, Nick und Kevin. Schon bei ihrem Anblick schlottern unseren Fans die Knie. Mit ihrem neuen Album Backstreet's Back stehen die Pophelden nach drei Wochen schon wieder ganz oben in den Charts. Zwei Jahre lang konstant erfolgreich, da kann man sich getrost relaxed geben. Wir dachten, sie sind ein bisschen überheblich oder so. Auf keinen Fall, sie waren absolut nett, wirklich wie die Leute von nebenan. Gekonnt lächeln die fünf aus Florida noch einmal für Uman und Stefanie. Und schon sind sie wieder unerreichbar. Die Backstreet Boys auf Deutschland-Tournee. Endlich ein Stück Realität für die Träume und Sehnsüchte ihrer Fans.